Also gut. Alles in Ordnung. Ihr könnt weiter. Hab Dank, mein Herr. Was sollte das denn? Fürst Shimura muss vorsichtig sein. Die Mongolen haben die Strohhüte rekrutiert. Er weiß nicht, wem er vertrauen kann. Aber wir sind keine Krieger. Wir sind Händler. Kennst du Arataru, den Seidenhändler? Offenbar hat er Fürstin Kino mit dem Gift des Geistes ermordet. Sie war seine einzige Konkurrentin. Jetzt ist ihr Leichnam aufgelöst und ihr liegt Blut aus dem Mund vom Gift. Ah. Deshalb durchsuchen sie unseren Wagen. Wer weiß, was wir geladen haben. Ich würde Fürst Shimura nie etwas antun. Ich auch nicht. Aber so ist es jetzt eben. Ich muss in den Burgfried hinein, meine Nachricht in sein Quartier bringen. Mich nicht sehen. Wir hätten diese Rede gemeinsam halten sollen. Verdammt, Jin. Viel zu verantworten. Wir dürfen diese Bedrohung, das Reich des Shoguns, niemals erreichen lassen. Ich hoffe, der Kern setzt nun dasselbe Gift an wie Fürst Sakai. Dieser Name darf vor dem nicht mehr genannt werden. Er entkommt uns nicht wieder. Haltet das Lager herum. Meldet alles Ungewöhnliche. Natürlich, Fürst Shimura. Ich übernehme die erste Wache. Sein Quartier ist ganz oben. Jetzt kann ich hinaufschleichen. Beim Granitpass und beim Yogaku-Tempel besiegt. Wir glauben, dass Fürst der Geist hinter beiden steckt. Was wünscht ihr zu tun? Um den Geist kümmern wir uns, wenn wir die Mongolen besiegt haben. Der Befehl des Shogun war eindeutig. Ich kenne seine Befehle. Die Mongolen und ihr Anführer bleiben oberste Priorität. Natürlich, Fürst Shimura. Wissen wir, wo der Khan ist? Unsere Späher im Norden kehrten nie zurück, wurden wohl gefasst oder getötet. Zeigt mir, wo sie gesucht hat. Wir folgen ihren Spuren und sehen, wo sie hinführen.
altes Zimmer. Ob ich hier wohl je wieder willkommen bin? Gut sehen können. Er ist hier! Wachen! Onkel, vergebt mir, dass ich nicht persönlich kam. Die Flotte des Khans liegt in der Nähe von Izumi. Seine Schiffe sind voller Gift, das die Armee des Shogun vernichten würde. Doch wenn der nächste Sturm kommt, werde ich den Khan töten und seine Flotte versenken. Schließt euch mir an. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn nicht als Vater und Sohn, dann als Krieger, die verschiedene Wege gingen. Was auch immer ihr von mir haltet. Ich werde immer eure Familie sein. Wo warst du so lange? Wir waren besorgt. Ich dachte, sie hätten dich. Meine Nachricht zuzustellen war schwer. Kennt dein Onkel sie? Wird er mit uns den Khan besiegen? Hoffentlich. Aber wir können nicht abwarten. Der Wind wird stärker. Der Sturm wird morgen hier sein. Hast du die Belagerungswaffen? Genug für durchschlagenden Erfolg. Wir haben auch einige Deserteure aus der Armee deines Onkels, die dem Geist folgen wollen. Wir warten. Sag den anderen, wir greifen früher. Ich richte es aus. Du solltest nach ihnen sehen. Sie wollen ihren Anführer hören. Sakai. Die Krieger von Yarikawa sind hier, um dem Geist zu folgen. Danke, Daikoku. Wir besiegen den Khan gemeinsam.
Jeden Tag, den wir standhalten, hat das Festland gewonnen. Reden bringt gar nichts. Fürst Sakai. Gut, dass der Zedern-Tempel an unserer Seite ist. Solche Ehre würde ich nie für mich beanspruchen. Ich weiß. Deshalb verdient ihr es auch, mein Freund. Morgen rächen wir euren Bruder und die Kriegsmönche eures Tempels. Ich will nur unser Zuhause zurück. Danke euch. Das ist schon was von deinen unseren Händen, mein Herr. Masako, ihr seid tatsächlich da. Ich sagte, ich komme, wenn ihr mich braucht. Aber der Khan muss sterben. Er ermordete meinen Gemahl und seine Männer töteten meine Söhne. Ich bringe ihnen ihre gerechte Strafe. Dabei unterstütze ich euch. Ruht euch aus. Morgen wird ein langer Tag. Oder ein sehr kurzer. Wir sind schon weit gekommen, seit du mich aus Komoda herausgeschafft hast. Du warst so schwer, ich konnte dich kaum schleppen. Ich musste dich halb ausziehen, um vorwärts zu kommen. Ohne dich wäre ich nicht hier, Yuna. Ich kann dich nicht verlieren. Wir haben so viel durchgemacht. So viele Menschen verloren. Ich kann es nicht. Ich muss den Khan aufhalten. Musst du nicht. Wir können mit einem Boot weit weg segeln, während dein Onkel seinen Samurai-Krieg kämpft. Willst du das wirklich? Nein. Wenn ich falle, versprich mir, weiterzukämpfen. Du bist ein Mistkerl, Jin Sakai. Ruh dich etwas aus. Noch nicht. Bleiben wir hier noch etwas sitzen. Es ist soweit. Wir müssen den Khan vor seinem Angriff aufs Festland erledigen. Kenji, wie steht's um unsere Belagerungswaffen? Bereit, die Mongolenflotte unter Beschuss zu nehmen. Gut. Yuna gibt das Angriffssignal. Sobald das Feuer beginnt, stürmen die Mongolen eure Position und laufen direkt in unseren Hinterhalt. Der Sprengstoff ist platziert. Schützen sind auf den Dächern. Wir sind bei euch, Sakai. Danke. Euch allen. Geht. Jin, keine Spur von deinem Onkel. Der Sturm wartet nicht. Und wir auch nicht. Macht euch bereit für den Signalfall. Jetzt! Die Mongolen kommen. Wir mähen jeden nieder, der durchkommt. Thank you.
für meine Söhne! Gebt hinten Acht, Masako! Lasst sie nicht hinter uns! Greifen wir sie an! Vorwärts! Unser Plan ging auf. Die Mongolen formieren sich neu. Wir werden ihnen keine Chance lassen. Norio führt unsere restlichen Truppen den Berg hinauf. Wir stoßen zu ihm und starten den Angriff. Ihr habt es geschafft. Das Ende steht bevor. Heute wird der Khan sterben. Fürst Shimura ist nicht hier. Wir kämpfen allein. Wir starten einen Angriff auf das Haupttor, lenken die Mongolen ab, während du hineinschleichst. Sie werden euch überrennen. Wir sind weit gekommen. Wir werden jetzt nicht umkehren. Ihr seid die tapfersten Krieger, die ich je kannte. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Überlasst uns den Kampf. Worauf warten wir? Keine Gnade für die Mongolen! Kämpft! Wir kämpfen für Fürst Sakai! Für den Geist! Ich muss auf ein Dach hinauf, das Lager ausspähen, irgendwie den Khan finden.
Höhe. Chiharu! Lager. Chiharu! Yue!
All dieser Tod! Weil ihr und euer Onkel euch nicht ergeben wolltet! Ich bot euch Frieden und ihr wähltet Krieg! Jetzt wird euer Volk auf dem Festland leiden. Ihr werdet diese Insel nie verlassen. Tsushima rächen! Rache, der kleinliche Wunsch eines Kindes. Ihr werdet Tsushima nie verlassen! Wacht!